Kafka verliert das Musikfernsehen seine letzte wahre journalistische Größe. In einer Zeit der immer schneller werdenden Schnitte und sich gegenseitig rechts überholender Bilder stellte Markus Kafkas bedächtig kecke Art einen warmen Ruhetümpel in der hektischen Promolandschaft dar. Markus Kafka war ein Ladies' Man vor dem Herrn, ein wandelndes 1,12 Meter großes Liebeslexikon und gleichzeitig ein Gentleman höchster Schule. Sein geschmeidiger Umgang mit willigen Tussis und Medienischen nötigte Freund und Feind stets höchsten Respekt ab. Markus Kafka, Supertyp. Doch auch die anderen historischen Verdienste des bayerischen Urgesteins sollen nicht unerwähnt bleiben. So arbeitete Markus Kafka nebenberuflich unter anderem auch als Brad Pitt-Double. Vor allem in erotischen Szenen stellte sich Kafka bereitwillig und selbstlos als Doppelgänger des Hollywood-Schönlings zur Verfügung. Darüber hinaus setzte sich Kafka engagiert und unerbittlich für das Tragen von Sonnenbrillen vor TV-Kameras ein und experimentierte immer wieder mit TV-Mikrofonen, deren Länge der Hälfte seiner Körpergröße entsprach. Auch das öffentliche Vortragen selbstverfasster poetischer Texte zählte eine Zeit lang zu Kafkas Steckenpferden. 2 Knollen Fenchel, 4 kleine Kartoffeln, 2 Schalotten. Mit Markus Kafka verabschieden wir den On-Air-Gründervater des modernen deutschen Musikfernsehens. Danke für all die Jahre kompetent charmanter Arbeit im Dienste des Pop. Tschüss Kafka und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.